Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 25. Februar 2018? Bevor ich beginne, diese Frage zu beantworten, möchte ich die Neuigkeiten erzählen. Ich habe ab heute einen neuen Kanal. Und dieser Kanal heißt Kabbala Engel Orakel. Das heißt ein System von Geheimwissenschaft, und es ordnet die Engel und natürlich in Einklang mit diesem kosmischen Energie. Das ist ein genaues System. Und da werde ich diese Legungen machen im Baum des Lebens. Und es kommt von der jüdischen Kabbala. Und so beschäftige ich in Zukunft Thema Engel. Wichtig ist auch zum Erwähnen, dass jeder Mensch hat drei Schutzengel. Eine in die körperliche Ebene, eine in die Gefühlsebene und eine in die Mentalebene. Und das lässt sich berechnen von Geburtsdatum. Aber dazu benötige ich auch die Geburtsurzeit. Das bedeutet, wenn Sie wissen möchten, Ihren drei Schutzengel, dann brauche ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit. Und durch die Kabbala berechne ich das ganz genau, Ihren drei Schutzengel. Und es wirkt von Geburt bis zum Lebensende. Das werde ich aber nicht hier anbieten, sondern in meinem anderen Kanal Kabbala Engel Orakel. Aber jetzt kehren wir zurück zu unserem Thema, wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 25. Februar 2018. Merkur steht in Verbindung zu Neptun. Merkur, der Planet Merkur, rast 29 Grad südlich im Neptun vorbei in Tierkreiszeichen Fischen. Das bedeutet, sie wirken heute zusammen, gemeinsam. Merkur zieht sich zurück in Nachthimmel. Das kann bedeuten, ein gewisser Rückzug, wenn es um Kommunikation geht. Dass jemand gibt jetzt keine Antwort oder wir warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Bei Neptun Energie kann auch bedeuten, dass es etwas unklar, undeutlich erscheint, diese Nachricht oder dieses Gespräch. Es ist schwierig, momentan einen klärenden Gespräch führen. Dieser Rückzug von Neptunbewegung im Nachthimmel kann auch bedeuten, dass jemand schweigt oder ist gerade am Rückzug. Bei Neptun-Merkur-Konjunktion hat aber nochmal eine Bedeutung, und das ist die innere Stimme, die Intuition. Und das löst die Neptun-Energie aus. Oder die Träume. Die Träume haben auch wichtige Botschaften. Gerade so mit Merkur-Neptun-Verbindung kann auch ein Symbol sein, eine Symbolsprache. Oder ein wichtiger Traum. Und wir können in diesen Träumen auch lesen, weil das ist die Sprache, die Seele. Damit meine ich nicht, dass jeder Traum eine Bedeutung hat, weil unserem Gehirn verarbeitet die täglichen Eindrücke im Schlaf. Und diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wir bekommen auch über Träume wichtige Botschaften und das fühlen wir auch. Und diese Traumdeutungen biete ich auch an. Das fasziniert mich unheimlich. Und ich würde sogar behaupten, ich bin sehr gut am Traumdeutung. Das biete ich an in orientalisches Liebesorakel. Das ist mein anderer Kanal. Da gibt es Traumdeutungen, Legungen und Kaffeesatzlesen und viele, viele Düfte. Also das ist die Verbindung
zwischen Neptun und Merkur, also das kann auch die Intuition sein, die Inspiration, Gespräche über Kunst oder Musik, aber bedeutet auch unseren Träume, unserem inneren Stimme. Es gibt nicht nur die Planeten oder Sonne, Mond und die Sterne im Himmel, sondern es gibt anderen Himmelsobjekte, wie zum Beispiel die Meteoriten oder Asteroiden. Die Asteroiden sind etwas größer als die Meteoriten. Das sind kleine Himmelsobjekte. Man könnte sagen Kleinplaneten. Und es kommt ein Meteorstrom durch die Tierkreiszeichen Löwe und dieser Meteorstrom oder man sagt auch Sternschnuppenströme bewegen sich gerade in Tierkreiszeichen Löwen und dieser Meteorstrom heißt Delta Leoniden, genau. Und es ist heute beobachtbar in Sternenhimmel. Also diese Kleinplaneten, diese Meteoriten und Asteroiden strömen gerade durch den Tierkreiszeichen Löwe und heute ist im Nachthimmel zum Beobachten. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs. Mond fühlt sich auch wohl in Tierkreiszeichen Krebs, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs. Mond bekommt einen Einfluss von Sternen und das beeinflusst unsere Tagesenergie, einmal Teyat. Diesem Stern Teyat befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das ist die linke Fuß, die Zwillinge. Dann können Sie die Frage stellen, was sucht ein Stern von Zwillingen hier im Krebs? Die Frage kann ich Ihnen beantworten. Diesem Tierkreiszeichen sind nichts anderes als Sternbilder. Und die sind unterschiedlich groß und sind miteinander verbunden, sie sind miteinander verschmelzt und bilden sich ein Gürtel. Und dieser Gürtel heißt Ekliptik. Und genau in diesem Bereich, in diesem Ekliptik, bewegt sich unser Planet Erde. Aber nicht nur unser Planet Erde, sondern auch anderen Planeten. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen und dazu gehört unserem Planet Erde. Und so kommt es, dass die Sterne von Zwillingen wirken in diesem Bereich Krebs, wo gerade die Mond bewegt in seiner zunehmenden Mondphase. Also Teyat ist eine Stern. Das ist die linke Fuß der Zwillinge und bedeutet Schritte machen, aktiv zu sein. Die Rach befindet sich auch im Tierkreiszeichen Zwillinge, hat auch mit Fuß etwas zu tun. Das ist die Fersen, die Zwillinge, also dieser linke Fuß, die Fersen, die Rach. Die beiden Sterne stehen auch in Verbindung und heißt auch Schritte machen, etwas in Bewegung setzen. Alhena bestrahlt auch die heutigen Mondbewegung und Alhena bedeutet übersetzt ein Zeichen, ein Signal, eine Botschaft und beeinflusst die Kunst, die Kreativität. Und weil um Zeichnungen geht oder Bilder, hat so Ähnlichkeit mit dem heutigen Neptun-Einfluss. Dann sind wir wieder an diesen Botschaften, ein Zeichnen oder ein Traum, ein Symbolsprache und das ist die Kommunikation heute, aber auch die Inspiration, was sehr gut ist für Kunst und Kreativität. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Die gleiche Moment geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Jungfrau. Diese ganzen Gespräche spielen sich ab in Tierkreiszeichen Fischen. Durch die Sonnenenergie natürlich wirkt
auf uns alle. Sonne, Mond und Erde beeinflusst den Tag und wirkt auf allen Tierkreiszeichen. Aber hier ist es intensiver zum Spüren bei den Tierkreiszeichen Fischen, die Gespräche. Es ist schwierig, ein klärendes Gespräch zu führen, aber für die Fischengeborenen ist auch wichtig, die inneren Stimme, die Intuition, die Kreativität oder eine Botschaft zu hören, ein Zeichen erkennen oder ein Traumbild zum Deuten, das ist gerade wichtig, weil sie bekommen in die heutigen Tag eine wichtige Botschaft. Nicht nur die Gespräche, diese Zeichen, diese Blumensprache wirkt hier bei Tierkreiszeichen Fischen, sondern auch Liebe, Partnerschaft, weil die Liebesplanet Venus bewegt sich auch gerade in Tierkreiszeichen Fischen. Es verbessert sich etwas in die Liebe, Partnerschaft. Die Gespräche ist etwas undurchschaubar oder wirklich eine Blumensprache. Was aber Vorteil ist für die Fischengeborenen, Kunst, Kreativität, das in Licht zu bringen, das in die Mitte zu stellen, das bewundert wird und sichtbar wird, das ist eine klare Botschaft momentan für die Fischengeborenen, weil das sorgt für einen Aufstieg oder Anerkennung. Das wird wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist auch ein Aufstieg. Sie werden jetzt auch wahrgenommen. Viele Ereignisse kommen plötzlich unerwartet. Und wichtig ist bei den Wiedergeborenen, die Hindernisse überwinden, in Kraft bleiben, begeistert zu sein von das, was sie gerade vorhaben und es auch ins Licht zu bringen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema, die Finanzen, die Werte und die Selbstwertgefühl, die Wertschätzung. Weil das kommt gerade in Ordnung. Ein klärendes Gespräch heute mit diesem Neptun-Merkur-Verbindung ist nicht einfach. Aber die Gespräche lenken in Richtung Kunst, Kreativität, ist es sehr schön oder die Intuition, die innere Stimme ist heute eine gute Begleiter, die beste Ratgeber. Und das können die Stiergeborenen auch vorteilhaft nützen. In die Liebepartnerschaft haben die Stiergeborenen gerade Glück und es ist ein gutes Gefühl. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sind kleinere Veränderungen, setzen sie auch einiges in Bewegung. Aber sie brauchen auch viel Ruhe, weil daran liegt die Kraft. Und die Zwillingsgeborenen brauchen momentan die Kraft, etwas befestigen, ein Fundament. Und diese Kraft finden die Zwillingsgeborenen gerade im Rückzug zu Hause. Aber nicht nur auf diesem Rückzug achten, sondern auch aktiv auch werden. Und dieses Gleichgewicht brauchen die Zwillingsgeborenen, so 50-50%. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen bewegt sich einiges. Also Schritte machen, etwas in Bewegung setzen, besonders was die Kunst, Kreativität betrifft. Sie verspüren auch diese schöpferische Kraft und die Liebe, Partnerschaft haben die Krebsgeborenen auch Glück. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen und es bewegt sich gerade in Richtung Berufung. Viele Löwengeborenen suchen ihren wahren Berufung. Und die kommenden Tage kommen Erkenntnisse. Mond aktiviert dann die Mondknoten oder kommt es intuitiv. Aber sie spüren auch, dass das die Richtung ist und die Wunsch, die Sehnsucht, die wahre Berufung zum Leben. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Aber auch wichtig, auf anderen zuzugehen, aktiv zu sein, Gefühle zeigen, die Kontakte suchen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher oder haben momentan noch Hindernisse, besonders wenn es um Veränderungen geht. Da lieber geduldig warten, bis Mond übergeht in Tierkreiszeichen Löwe, dann kommt die Aktivität, die Begeisterung und auch ein Neuanfang.
Die Tierkreiszeichen Skorpion Geborenen ist ein hervorragender Energiemoment. Die Skorpion Geborenen haben in allen Lebensbereichen Glück. Aber mit dieser Neptun-Merkur-Verbindung ist schwierig etwas klären, wenn es um sachlichen Sachen handelt. Aber wenn es die Träume betrifft oder die Inspiration betrifft, dann natürlich dieser Neptun-Einfluss sehr gut. Und das können Sie auch umsetzen in Berufung, wenn es um Kreativität handelt oder Kunst handelt. Und wichtig ist noch bei den Skorpion geboren, dass Sie auf Ihren Intuition hören und es auch vertrauen. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren ist auch ein beruflichen Erfolg gerade. Die fühlen sich noch ein bisschen unsicher. Und sie wissen nicht, wie sie das bewältigen sollen. Aber die Kraft ist da. Und auf diese Kraft, aus der eigenen Kraft, können sie vertrauen. Und die kommenden Tage kommt schon die Ergebnis, kommt auch die Begeisterung. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren sollen auf ihren Wünschen hören, intuitiv sein, auf die inneren Stimme, weil das gibt die Stabilität, das bringt etwas in Ordnung. Und sie sollen auch auf dem inneren Gleichgewicht achten. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist auch ein Aufstieg. Sie werden wahrgenommen, kommen auch neue Kontakte, Bekanntschaften, Freundschaften oder gründen sie etwas. Wie ein Verein oder eine Gruppe, weil da kommen auch viele Aktivitäten und ist auch ein Aufstieg, ein beruflicher Aufstieg bei den Wassermann-Geborenen. Sie fühlen sich zwar unsicher, aber sie sollen diese Unsicherheit, diese Zweifel überwinden. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.